ZSC Lions gegen den HC Davos mit dem Spielschweizermeister gegen den Champions League-Sieger. ZSC gegen den HCD. Das Duell der beiden Champions. Die ZSC Lions gewannen als erste Mannschaft die Champions League. Es war die Sensation im europäischen Eishockey. Der HC Davos siegt im Playoff-Final gegen die Kloten Flyers. Es war das längste Playoff der Schweizer Hockey-Geschichte. Der Schweizer Meister Davos gegen den Europameister aus Zürich. Sean Simpson, es geht los heute Abend. Was erwarten Sie von Ihrem Team? Well, sicher ein hartes Spiel von Davos, ist ein Schweizer Meister. Aber von unserer Seite, wir müssen ein bisschen besser Leistung bringen als in der Vorbereitung. So ich bin gespannt auf die Einstellung von unserem Team. Wir müssen ein bisschen mehr machen. Aber ich hoffe mit den Zuschauern und der Stimmung in der Hallenstadion, dass es endlich wir sehen wirklich ZSC. In der Champions Hockey League haben Sie das Maximum herausgeholt aus Ihrem Team. Wie weit sind Sie im Moment noch von diesem Maximum entfernt? Ja, wir sind weit weg von diesem. Das war wirklich ein toller Erfolg. Aber das ist in der Vergangenheit jetzt. Wir müssen neu anfangen. Es ist eine ganz neue Saison mit einer neuen Herausforderung. Es wird wie immer eine sehr ausgeglichene Liga sein. Mit vielen guten Clubs und vielen guten Matches. Es wird unglaublich spannend für die Zuschauer diese Saison. Und wir müssen auf Boden bleiben und kämpfen für jeden Punkt. Weil jede Mannschaft kämpft für den Platz in den Playoffs. Arne Del Curtis, Starter als Titelverteidiger in die neue Saison. Mit einer Mannschaft, die sich doch verändert hat. Was erwartet Sie von Ihrem Team zum Saisonauftakt? Ja, wir werden sicher eine Saison brauchen, um das wieder Ganze wieder einbauen, aufbauen, die Leute an System und an alle Gepflogenheiten, die wir haben, anbringen. Das ist nicht tief stapeln, das ist so. Wir werden ganz sicher ganz gute Match haben, aber wir werden auch ganz sicher keine Konstanz haben. Heute gibt es schon einen guten Match? Sehr wahrscheinlich gibt es einen guten Match, aber mir fehlen. Sehr wahrscheinlich gibt es heute einen sehr guten Match. Aber Goal fehlen mir. Wer schießt Goal? Das sehe ich jetzt aber. Vielleicht machen es. Vielleicht kommt einer und haut 10 unter. Dann habe ich meine Sorgen los. Aber das ist nicht so einfach, die Leute anders produzieren. Ich hoffe, dass die ganze Mannschaft weiß, alle müssen in dieser Beziehung mehr machen. Zum Beispiel Patrick Bertschi. Der Nationalstürmer war aus Bern neu zu den ZSC Lions gestoßen und soll für noch mehr Tore sorgen. Beim HC Davos ist Daniel Wieding der Mann mit den größten Vorschusslorbeeren. Der Schwede soll die vielen Abgänge beim Meister kompensieren. Und los ging's mit einem Offensivspektakel des Meisters gegen die Europasieger. Davos mit Kokisberg und Peter Tatiček vergab die erste große Möglichkeit für den HCD. Der Tscheche spielt neu mit der 71 statt wie bis anhin mit der 17. Sean Simpson sah, wie seine Löwen immer wieder überlaufen wurden. Das nächste Beispiel mit den Davos-Schweden, Salmonsson für Wieding und drin. Nach 5 Minuten und 15 Sekunden traf Daniel Wieding erstmals für den HCD. Und keine Abwehrchance für ZSC-Goalie Lukas Flüeler. Als 2 Minuten danach eine Strafe gegen den HCD angezeigt war, lancierte Patrick Bertschi hier seinen neuen Teamkollegen Trüdel und Pittis vollendete. 1:1 Domenico Pittis. Die Zürcher spielten effizient. Aber gleich wieder die Davoser mit Jan von Arx, Pfostenschuss. Neunzehnte Minute, Salmonsson, dann Stob und Achtung, Wieding zieht los. Doch diesmal gewinnt Goalie Flüeler das Duell. Daniel Wieding, der neue Schwede, war die auffälligste Figur bisher. Mit einem kernigen Check machte dann der Davoser Beat Forster auf sich aufmerksam. Er spielte erstmals nach seinem unrühmlichen Abgang in Zürich wieder gegen die Lions.
Ob schon Davos höher hätte führen sollen, konnte Arno Del Curto nach dem ersten Drittel zufrieden sein. Es war ein Drittel, das mehr als nur ein Appetitanreger war. Nach der Pause Beat Forster mit einem Foul, 2 Minuten gegen ihn und damit die Zürcher mit einem Mann mehr auf dem Eis. Und wieder Patrick Bertschi. Schön, doch dann kann Seina nicht kontrollieren. Reto von Arx im Konter. Und dann... Ja, wer wohl traf hier in Unterzahl? Daniel Wieding. Nach 24 Minuten ging der HCD wieder in Führung. Wieder Wieding mit seinem ersten Shorthander auf Schweizer Eis. Aber Davos kassierte zu viele Strafen. Hier Reto von Arx draußen. Die Zürcher mit Rüdel und dann stocherte Ryan Gardner die Scheibe rein. 2:2 bei Spielhälfte. Ja, das Spiel war äußerst attraktiv. René Back dann für Marha und Josef Marha traf wunderschön zur erneuten Davoser Führung. Marha hatte den Puck zwar backhand, hatte aber genug Zeit für den Abschluss noch, weil Suchi zu spät gekommen war. Der Mittelabschnitt endete 2:3 im gut gefüllten Hallenstadion. 8.500 Zuschauer waren gekommen. Auch im dritten Drittel sah man einen überragenden Daniel Wieding. Super Dribbling, Endstation Flüeler und Wieding zeigte, dass er auch über die nötige Härte verfügt. Die ZSC Lions hielten dagegen. Captain Matthias Seger. Guter Pass für Marc Bastl. 47. Minute, zum dritten Mal glichen die Zürcher wieder aus. Marc Bastl erwischte Meistergoalie Cennoni an einem verwundbaren Punkt auf der Fanghandseite. Viele Strafen dann in der Schlussphase, auch Jan Elsten gehörte zu den Sünden. Davos konnte sein neues schwedisches Powerplay aufziehen. Von Arx. Salmonsson und Wieding. Unglaublich. Daniel Wieding holte mit seinem dritten Treffer den Sieg für den HCD. 1:52 vor Schluss. Die Zürcher setzen natürlich den Goalie durch einen sechsten Feldspieler und Peter Tatitschek nützte das aus zum 3:5. Der Schweizer Meister Davos gewann also das packende Duell gegen Europameister ZSC Lions. Ja, vor dem Match hat Arno Del Curto noch gesagt, wenn ich einen habe, wo wir 10 Goal schiesse, dann können wir gut starten in die Saison. Jetzt sind es 3 von Daniel Wieding. Ein Wort zu seiner Leistung? Ja, für das haben wir ihn auch gekauft. Das habe ich auch erwartet, aber in der Vorbereitung hat er in den 7, 8, 9 Spielen, wo wir keinen da beim ersten Match getroffen. Und dann irgendwann denkt man, vielleicht braucht er Anlaufzeit, geht lang. Und die Zeit haben wir nicht, oder? Aber jetzt hat er es heute gemacht. Nur, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also aber es ist für Sie wichtig, Sie gut können starten und ein Zeichen zu setzen? Ja gut, auch das ist nicht wichtig. Also, heute gewinnen und nächstes 7 Match verlieren, bringt auch nichts. Also, Zürich gewinnt die nächsten 7, wir verlieren, sie bringt nichts. Das ist einfach das erste Spiel, passt da, mehr nicht. Ist das so? Die Niederlage, kein Problem heute, Sean Simpson. Zum Auftakt will man doch immer noch ein Zeichen setzen, um auch für etwas Ruhe zu sorgen, nicht? Es ist einfach für Arno zu sagen, er hat das Spiel gewonnen. Aber es war ein ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, es war ein gutes Spiel für das erste Spiel von beiden Mannschaften. Ja. Es war ein hohes Tempo und es war spannend für die Zuschauer. Powerplay am Schluss. Und, zufrieden mit dem Powerplay? Ja, sie haben ein Powerplay bekommen am Schluss und ein Siegertor geschossen. Okay, ja. Das war der Unterschied. Und, aber Sie konnten mehr Powerplay spielen heute Abend? Ja, aber das ist das erste Spiel und schauen wir weiter. Wir haben 49 Spiele noch zu spielen, so wir haben ein paar Sachen, die wir müssen besser machen, das ist klar. Aber für das erste Spiel, Einsatz war ziemlich zufrieden, aber sicher nicht mit dem Resultat. Es war ein unterhaltsames Spiel für die Zuschauer. Sie erwarten immer das Schlechteste und sagen gegen aussen, es kommt irgendwie nicht so gut. Jetzt, das, was Sie heute sehen von Ihrem Team, stimmt Sie das zufrieden? Ja,
wie er gesagt hat, wir haben schlussendlich das Powerplay bekommen. Wir haben können dann 4-3 schiessen. Sie hätten auch können 4-3 schiessen. Es war ein Match. Es interessiert niemand, was jetzt heute gelaufen ist. Morgen ist der nächste. Doch, uns interessiert es noch. Und die Fans natürlich auch, oder, die heute geschaut haben. Ja, gut. Ich kann es auch sagen, am Anfang haben wir ein paar schöne Spielzeuge gehabt. Da haben wir Druck aufs Goal gehabt. Dann müssten wir 1-2 Goal schiessen. Dann sind wir aber plötzlich passiv geworden. Sind wir wie zweiter weg gewesen. Zürich hat im Powerplay noch eine wunderschöne Kombination gespielt. Und es war ein ausgeglichener Match gewesen. Und ich bin froh, dass wir gewonnen haben.